Da steht was. Hey Leute, was geht? Ey, ho, wer ist denn das? Korrekt, hey, wie geht's dir? Hey, Hackman. Hackman, cool. Ja, wir zocken. Entschuldigung. Wir zocken ein bisschen Just Cause 3 und quatschen. Also, wenn du Fragen hast oder so, einfach raus damit. Ansonsten, wir haben noch ein Gewinnspiel. Und zwar zu Nikolaus haben wir zusammengeschmissen: Mad Max für PC. Und zwar musst du nur die folgende Frage beantworten: Wer hat bei Mad Max die Hauptrolle gespielt, einmal in den alten Teil und in den neuen. Also und wer hat den, auf ja. Deutsch, wer hat den Mad Max verkörpert? Also ja, genau, als Schauspieler, Hauptdarsteller. Und dann schickst du einfach die Lösung, sind ja zwei Namen, zu dieser E-Mail und dann wirst du in den Lostopf reingeschmissen und dann kannst du einen Mad Max K gewinnen für den Steam-Account. Yes! Zu Nikolaus. Und der Onkel bringt ihn vorbei. Mit seinen Rennen. Oh, Marcel! Das ist so, ey. Ich hab doch gar nichts vom Dinner zu zweit erzählt. Oh, da wird's, okay, ich stocke auf Candlelight Dinner. Mein Gott, ey. Wie weit bist du jetzt schon geflattert? 2 Kilometer? Ui, Sirocco Sud. Also ist die Stadt, oder? Hm, hau kaputt. Das ist eine Satellitenschüssel, ne? Nein! Nein. Komm, ess mal Kinderriegel. Das ist doch mit dir geht das überhaupt nicht. Jetzt kommt die scheiß Zeit. Was soll das denn jetzt? Jetzt habe ich mir meine eigene Zeit verkackt. Mad Max! Ich hätte von oben doch lieber weiterfliegen sollen. Boah, ist das geil, da kannst du eine multikulturelle Explosion erzeugen. Und jetzt geht's wieder los hier. Explosionen. Und bitte noch die Flak umprogrammieren, falls du gleich Luftunterstützung Gegner bekommst. Der Onkel ballert alles ab. Da steht was in grün. Nein, nicht da reinschreiben, da gibt's ja den anderen. Mal lösch mal schnell. Oh nee, was ist denn das? Das ist geil, aber bitte die Lösung an die E-Mail schreiben. Ich kann's nicht rauslöschen, ja. Achso. Doch, geht da auch, oder? Ja, aber ist immer noch falsch, weil es ist bloß einer. Wir sagen da extra, wie kann ich denn die Scheiße löschen? Ich bin eigentlich hier. Ach hier. Mhm. Aber nicht für immer, sondern nur die Nachricht, ne? Das ist das Problem. Mhm. Toll. Also, Ach, Twitch ist so kacke in der Hinsicht. Mhm. Ist aber noch nicht richtig, 50%, aber wie gesagt, liebe Leute, schreibt die Antwort bitte zur E-Mail, weil sonst hast ja dich selbst, weil dann können die anderen das ja auch lesen und dann ist ja die Chance, dass du gewinnst, ja geringer, ne? Nur mal so. Ja, bitte auf die E-Mail. Aber 50% ist richtig, ja. Gewinne. Henning Hackman, der war doch letztens auch dabei, oder? Ich erinnere mich. Ah, da steht doch was. Ich kann das nicht mehr lesen. Kann man ja ganz leicht auf Google. Ja klar. Ja klar kann man das auch. Das ist ja auch ein Geschenk für euch. Das ist ja nicht, um euch jetzt irgendwie zu zerstören oder so, sondern wir wollen euch ja was Gutes tun. Es ist halt immer noch die Sache, wenn jetzt mehrere richtig haben, dann ist halt immer noch die Chance, dass einer nur von den 4 gewinnen kann oder 5 oder 6. Eigentlich, ne? Aber deswegen sagen wir extra zu E-Mail schicken, weil sonst muss ja keiner sich bemühen, irgendwas zu suchen. Wie viele Hauptdarsteller, was muss man, den Namen und welche E-Mail? Poste nochmal die E-Mail rein. 2 Hauptdarsteller. Es gibt jetzt einen alten Mad Max Film und einen neuen Mad Max Film. Und es gibt 2 Hauptrollen. Richtig. Und die E-Mail ist da, bitte. Ne. Mad Max. Aber ist kein Problem, wir verzeihen dir, kann ja mal passieren. Kommando los! Diese Insel ist nicht gleich zu zweit. Und sonst alles fit? Fragen, irgendwas zu erzählen? Haut alles raus. Ansonsten zerstören wir jetzt gleich die große Satellitenschüssel da.
alles kaputt machen. Bin gespannt. Worauf? Die Ambitionär schon gemacht hat. Natürlich. Als beim Hangout vorhin. Oh, guck mal, geil. Alter, könnt ihr das auch überleben? Was? Reihe von Germany. Wissen wir noch nicht genau. Wann es ausgelost wird. Irgendwann in der Nacht. Aber auf jeden Fall heute noch. Meine Fresse, das ist doch nicht an. In the night. Goes home. Ich will die Explosion sehen. Im Livestream, ja, ne? Machen wir einen Livestream, oder? Ja, wir machen mal wieder. Ansonsten, falls jetzt jemand nicht mehr da ist wegen Schlafen und so, weil kann ja sein, dass es ziemlich lange wird, dann schreiben wir natürlich eine E-Mail, ne? E-Mail angeschrieben. Genau. Der kriegt dann den Key. Ist ein Key für Steam, ne? Den kriegt ihr dann zugeschickt und dann noch Glückwunsch und alles und frohen Nikolaus, wer halt gewinnt. Haben wir beide zusammengelegt, um euch was Gutes zu tun und Mad Max ist ja auch ein aktuelles Spiel. Was denn? Ist doch schön, Nikolaus. So, du musst hochspringen. Hey, häng dich mal an den Baum. Achso, oder so. Und jetzt gibt's gleich eine dicke Explosion mit der Satellitenschüssel. Ich hab Bock auf Schokolade. Ich esse jetzt einen Kinderriegel. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Soll ich ins Ohr schmatzen? Hey, es gibt mir so einen Sack gerade. Warum? Das ist immer wieder. Werf eine Granate. Oh, weniger. Heute spielt mit, die ganzen Gewinnspiele. Es gibt auch ein Game zu gewinnen. Gespinnwiel. Was steht da unten? Wie hieß nochmal die E-Mail? Gerhard. Gerhard. Schicken wir dir, ist kein Problem. TX, kein Problem, gerne. Ja, komm hier, bau mal. Nee, ich mach mal. Ich guck so. Schick. Ich spiele das Spiel mal von vorne. Lass uns mal die E-Mail checken, ja? E-Mail? Ey, die kämpfen ja voll geil.
Warum drehst du jetzt die Kamera weg von mir? Hab ich nicht. Achso, du hast umgeschaltet. Wir gucken jetzt mal eben ganz kurz in E-Mail. Ja, warte, was steht da rum? Ich bin schon weg, der eine E-Mail senden. Achso, ja klar. Das ist der Zeit, macht ja keinen Stress. Wir machen auch eben Pause und gucken mal eben die E-Mails. Kam überhaupt einer an? Steht wieder kein Name dabei, ne? Das ist auch nicht. Achso. Das ist älter. Ah, der Schrock. Einfach die Charaktere reinschreiben. Ja, genau. Zwei Namen und dein Name bitte noch. Also nicht die Charaktere, sondern die Schauspieler. Ja, also wie sie heißen, ne? Die echten Originalen, also den echten Namen. Also nicht Mad Max und Mad Max. Das war Mad Max im ersten und es war sogar Mad Max im zweiten Film. Oder es war im ersten Teil Mad und im zweiten war es der Max. Zusammen ergibt es Mad Max. Ui, da sind aber auch schon einige. Dann redest du immer vom ersten und zweiten. Ich bin am ersten, zweiten, dritten der Darsteller und vom vierten dann bist du der andere Darsteller. Obwohl, Fury Road hat ja eigentlich nicht mal mit den anderen Teilen zu tun, oder? Hallo. Du verwirrst mich. Ich rede mit dir. Einfach die Kamera. Das Kamera. Was schubst du mich denn? Hast du jetzt E-Mails schon gecheckt? Ja, siehst du doch. Das sind jede Menge neue. Ist das alles jetzt anfangen? Nee. Also dann sag doch mal, wie viele. Null. Ach, gar keiner. Alter Schwede. Nimm mal Kinderregeln. Noch ein. Ja. Oder zwei. Ja, und gib mal alle zwei. Ja. Du hast jetzt die ganze Zeit immer gefressen, während ich hier da saß und musste hier nö, ich mit hab Feuer spielen. Mit Feuer spielen. Ja, machen wir ganz kurz. Blind Bowser. Mad Max und Mad Max. Oh. Sei nicht so grobian. Was hast du jetzt gemacht? Oh mein Gott, er hat aktualisiert. Nö. Das ist alles weg, oder? Mhm. Das ist cool. Ist doch ein schöner für dich. Alles weggeschnubbelt. Oh. Und wie ist es? Kinderschokolade gut? Mhm. Macht Spaß? Mhm. Schmeckt? Mhm. Aber mit Papier schmecken sie besser, ne? Nein, die schmecken besser. Doch jetzt. Ich hab schon keine Zeit schon gesagt. Das ist halt besser schmecken als die mit Papier. Die schmecken besser als die mit Papier. Ja. Nur wenn sie kalt sind, schmecken sie noch besser. Weil dann haben die Milch ist da ein bisschen härter. Nee, mach das so länger. Mach das sogar noch mehr. Noch, bitte. Und dann halt's doch kurz in die Hand. Ja. Und wenn die auch warm. Ja, da schmilzen die. Mach mal bitte die Klappe zu. Ich mach den Kühlschrank so. Besser? Wird wärmer jetzt. Ne? Er möchte nicht spielen. Ja, er wollte, hier muss er die E-Mail noch eingehen. Der muss die E-Mail noch bestimmt eingehen. Kopierst du nochmal rein, du hast aktualisiert. Vielleicht sucht was denn noch. Du willst nicht spielen? Da steht was Grünes. Scheiße, sorry. Ah, schade. Aber mach dir keine Sorgen, mein Freund. Wir machen öfters Gewinnspiele, auch mal noch ältere Games oder so. Das war jetzt mal ein bisschen was Aktuelles. Vielleicht ist ja mal was dabei, was du mitspielen oder kannst. Oder vielleicht Konsole oder so. Mhm. Wenn du sagst, du hast doch eine Konsole, mal gucken. Ja. Wir machen ja öfters sowas. Letztes Mal hatten wir auch, da hatten wir How to Survive 2 haben wir verlost. Mhm. Also ist immer öfters mal was dabei. Ich leide noch Rücken gerade drauf, weil ich jetzt gewonnen habe. Nein, du hast deinen Rücken angemalt. So. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Haben wir jetzt alles kaputt gemacht oder war da noch? Keine Ahnung. Sirocco Nord. Ach. Da hinten, guck mal, die große Antennenschüssel ist noch da. Anden. Anden. Nicht an Antenne. 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 Die Antenne. Alter. Ja, da drüben. What's your name, please? Onkel.
war doch da noch einer. Hier war doch gerade noch einer, der wollte ein bisschen mitspielen. Oh. Wir metzeln alles nieder. Und wir singen dabei Lieder. Da steht was. Klingt gut. Bin zum nächsten Mal. Yo! Gute Nacht, schlaf gut. Happy Nikolaus. Ho, 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 der Santa Claus. Geil, dass du hier alles kaputt ballern kannst, sogar die Stützen. Außerdem. Was? Ho, ho, ho. Ja, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann ist in Amerika der Nikolaus. Mhm. Der Santa Claus, der sagt immer ho, ho, ho. Doch, Santa Claus ist der Weihnachtsmann. Na, eigentlich kommt der als Christkind zu Weihnachten. Und das Christkind ist ja nicht der Santa Claus. Bei den Amerikanern ist er halt ein bisschen anders. Ich muss mal wenigstens mal da oben drücken. Bei uns ist der Weihnachtsmann der Nikolaus. Und das Christkind kommt zu Heiligabend. Ja, das ist so. Es kommt kein Christkind zum Heiligabend. Ja, sicher kommt das Christkind zu Heiligabend. So ein Quatsch. Hat sie googelt. Leute, schreibt's rein. Bescheuert. Der Christkind kommt am 24. Und am 1. feiert Silvester. Du bist das Christkind sozusagen. Ich bin das Christkind. Der Weihnachtsmann kommt zum Christkind. Hallo, hey, grüß dich. Können wir den? Schau mal hin. Hallo, Boys. Ja, sauer. Warte, ich muss mal eben gucken. Ich sehe das nicht. Ah, die Brille nicht auf. Die war schon mal da, ja, ja. Ja, die Brille nicht auf, der alte Mann hat die Brille nicht. Das finde ich schlimmer. Ihr könnt ein älter. Gewinnspiel teilnehmen. Das sind nicht älter, das sind doch Amis. Oder? Ich habe da eine E-Mail gesendet, musste angenommen. Ja, ich habe den Namen vergessen. Was findet ihr? Achso, deinen Namen hast du vergessen. Ja, ist wenn du in eine müssen wir das nicht sehen. Ja, was findet ihr schlimmer? Älter? Was macht ein Mensch älter? Wenn er eine Brille auf hat, ganz normal guckt, oder wenn er sagt, oh, ich hab die Brille nicht auf. Ich finde, das macht einen Menschen älter, oder? Wenn er sagt, oh, ich hab die Brille nicht auf. Das scheint das Schweißding einfach aufzuhaben und braucht nicht zu lesen. Kann ja lesen. Was wollte ich sagen, liebe Freunde? Wollt ihr am Gewinnspiel teilnehmen? Das kann Mad Max gewonnen werden für PC. Oh, ich glaub schon, I like your, was? Ich kann komm, geht's mal hier. Was ist denn? Wenn du mir schon die ganze Zeit hier auf den Docht gehst, das Spiel selber. Ich hab doch noch gar nicht gespielt. Alter. I like your cowboy. I like your Orbel. Das ist cool. Aber in der E-Mail steht mein Name drin. Ja, dann passt's ja. Okay. Stanley, was hat er geschrieben? Blöde Kuh. Blöde Kuh? Ja, der Gegner oder was? Blöde Kuh. Blöde. Geil, guck mal da unten, wie die sich berügeln. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich will das von Anfang an spielen, wenn dann. Mit Tutorial. Mit Intro. Aber es ist geil so zu gucken, wie die Schiffe sich berügeln. Gehst du aber trotzdem ein bisschen. Ich mach doch gar nichts. Ja, doch. Wieso? Ich guck da oben. Boah, weil du die ganze Zeit mir in die Ohren reinbrüllst. Du kommst hier nah und. Dann tausch mal. Mach mal die Geschrifte auf der Seite. Ja, wieso? Setz du deine Brille auf? Ich kann das doch lesen, aber ich will trotzdem näher ran. Ich stell mal deine Brille auf und dann sind wir alle Freunde. Ich hab die nicht da. Ach, Scheißdreck. Ist runtergefallen im Klo. Da steht was in grün. Ist die angekommen? Bin mir nicht sicher. Wir hoffen was. Ich will jetzt gerade nicht gucken, wenn wir im Gefecht sind, gucken gleich. Ich bin echt total durcheinander, weil das ist so mega viel Quatsch. Ich bin so Quatsch, okay. Ich bin mir nicht sicher, ich hab Bier getrunken, Kaffee getrunken und 27 Red Bull. Das ist ein bisschen, wenn man aber ey, die haben ja einen Bunker sogar. Kannst du eigentlich in der Schüssel landen? Ey, da einfach Löcher reingeballert. Die Grafik ist traumhaft. Also da haben die sich echt Mühe gegeben und Geld investiert. Okay, kein Scheiß. Ja, haben wir schon. Orbel, ach, Omk heißt das. Haben gleich eine Ohrring. Orbel ist ein Ohrring und der, ach so, ein Ohrring. Ja, cool. Hast du ein Ohrring? Ohrring wird mit O, H, R, ja, hat er doch geschrieben bei dem ersten. Der Stanley hat Ohrring geschrieben. Da steht Ohrring. Für mich klingt das nach Ohrring. Dicke Pelle?
Das ist so geil wie Kamera. Das ist Kamera, dicke Bart. Dicke Bart. Oh ja. Ja, meint die Leute hier, die Gegner, ne? Die auf die schießen, oder? Ja. Aber das sollen die Leute, die man sagt. Einfach abballern. Ja, einfach mal. Mit dem Ohrring. Dicke Bart. Ich habe schon viel gelesen in der Welt, aber das immer wieder gibt's was Neues, wo ich lachen muss. Dicke Bart. Dicke Bart. Ohrring, das Kamera. Das Kamera hast du ja nicht gelesen. Nee, das haben wir gehört. Dicke Bart. Da steht wieder was. Kranker. Was? Oh Leute, ich sag nur eins. Prost, Cheers. Kann ich passieren. Weil die Verlosen wird hier um 4 sein, Fabio. Wird nicht erst zu um 4 sein. Ja, oder? Das ist die Frage, ob wir die schon um 4 machen. Was nein, vor um 4. Oder ob die erst um 4 sein. Was? Und wer ist deine Brille von Gucci? Und war ist deine Brille von Gucci? Ist deine Brille von Gucci? Der Onkel reagiert darauf nicht. Der hat aber eine Uhr von Gucci, oder? Okay, das war eine Frage. Hä? I like him. Er mag dich. Was und war was? Und war ist deine Brille von Gucci? Vielmann. Hatten wir heute schon das Thema. Die Brille ist von Vielmann. Such mir einen Optiker, der günstiger ist als Vielmann. Ich kenne sie. Kennt ihr die Werbung? Ich kenne sie. Ich finde das geil, dass von den Rebellen die Autos so besprüht sind mit diesen Türkisen. Ja, ne, total cool. Sag mal, total schön. Sag mal bitte, komm. Ja. Das ist total schön. Das kann nicht weg sein. Total toll. Ja, was sagst du denn immer? Total toll, oder? Total toll. Der Anführer hat beschlossen, die Inselbasis Le Tutor abzureißen und dort ein Luxusurlaubsresort zu errichten. Man kann keine Nation aufbauen, ohne ein paar Basen zu zerstören oder prominente Gäste aus dem Ausland zu entführen. Ja, schon gut. Viva Medici! Nein, mein Kind. Du hast keinen Wasserkopf. Nein! Steht in den Schuhe in die Garage, ist dein Keks. Ach, guck mal, jetzt übertreib nicht. Was ist dicke Palle? Ich weiß es auch nicht, aber das kannst du nicht rauslöschen, ne? Prost. Du bist ein zwei Verarscher. Ach, jetzt habe ich das falsche Bier getrunken, Entschuldigung. Er ist wieder da. Stimmt, ja, den hab ich gesehen, ja. Du lässt dich schon auf das Gespräch drauf ein, du bist dann völlig fast. Nein, das ist der Film, da kann ich ja nichts zu sagen. Das, der ist wieder da, ist der Film, ja, das andere ist ja. Tja, das war halt früher so, ne, das verfolgt uns halt. Es ist halt Deutschland gewesen. Guten Leben. Guten Abend. Good morning. Sei Englisch gefunden, aber da guten Abend. Da steht guten Leben. Ja. Da steht nicht guten Abend. Good life. Und wie fandest du den Film? Oh. Also ich habe gestern die Tribute von Panem geguckt und ja, die waren auch nicht so besonders. Also im Moment
ich freue mich jetzt wirklich, also dieses Jahr muss ich sagen, habe ich Jurassic World gesehen. Den fand die sagen das gar nicht. Ja, lass mich doch mal ausreden. Nein, das und der andere Film war Star Wars und er ist wieder da, war so mittel. Und Panem war auch so. Warum hast du wieder Handy gewackelt im Kino oder was? Nee, weil ich es gesagt habe, hier so war es. Mittelding. Sehr gut. Es geht dicke Putt. Ach, sehr gut heißt es. Was ist das? Klotztopf. Ja, Mai. Das müsste reichen. Leute, jetzt sprengen wir eine fette Brücke. Das wird geil. Ob ich jetzt mal. Ja, Jurassic, also nach den ganzen Jahren, auch die Grafik fand ich von den Dinos war geil, die Story war geil. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ja, der Dino war krass. Und ich fand auch erst einmal richtig cool, dass der T-Rex so eine coole Rolle hatte. Dass der Fisch dann den noch aus dem Wasser weggeschnappt hat zum Schluss bei dem Ja, Endcode, Spoiler das war, doch. Ja, mein Gott, der hat das schon jeder gesehen. Warum sollte den jeder schon gesehen Ja, weil haben? Die ganze Welt den Film schon gesehen Ach, hat. Ja, sicher, ein paar Milliarden war da drin. Hat er da sofort einen Rekord geholt. Auf jeden Fall, ja. Aber war cool. Also ich, auch die Raptoren und so geil. Und am Ende, wie der T-Rex da rübergelaufen ist, über die, so wie beim ersten Teil, wo er da in dem Museum stand, super geil. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Warum hast du denn hingeschossen? Super Sonntag, ja. Donut-Trommel? So. Ja, also Jurassic World war geil. Geh doch nicht auf dieses Stanley und den Vincent ein, Mann. Ich rede doch mit dem Henning über Jurassic World. Die anderen, die reden über Super Sonntag. Da stellen wir uns mal hin. Jetzt seht ihr gleich eine Brückenexplosion, die wird geil. Ja, ich glaube, dass die nicht wirklich zusammenkommt. Klar. Du hast einen Döner dran gemacht. Alter, guckst du. Leute, Explosion! War kein Eidonet. Ist ein Donut, oder? PayPal, oh scheiße, das bin ich genau auf was Gebüsch gelaufen. Boah, geil, oder? Hat sogar funktioniert. Die Golden Gate Bridge in die Luft gejagt. Traumhaftes Bild, das hätte ich gerne als Intro oder so. Cool. Was möchtest du uns denn sagen? Wenn du gerne spenden möchtest, your donate, dann einfach yellow donate button. Push the button. Push the button. Dum, 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 dum. Sah geil aus, oder? Die Explosion? Big explosive. Explode. The Golden Bridge. Ne, Golden Gate Bridge, so heißt die. Ich weiß, aber so ähnlich. Another bridge in the hood. in the Berg. Was heißt Berg? Die Stadt, die noch nicht befreit ist. Mhm. Noch was? Geil, sagt er. Ach so, das kommt ja verzögert an. Ah, jetzt habt ihr das erst gesehen. Geil, oder? Da kann, und weißt du, was auch geil ist? Eine Tankstelle. Wir müssen mal eine Tankstelle suchen. Die Explosion ist traumhaft. Die haben sie echt geil gemacht. Von der Tankstelle und von der Brücke. Meine Lieblingsexplosion. Und dicke, fette Fässer. 9, oh, noch einen dazukommen. How old are you? Die Sonne, der Mensch, der will. Der hat dich gefragt, wie alt du bist. Der hat dich beide gefragt. Ja. 29, I'm. 30, 30, 3. Dann sag das doch. Warum? Soll ich sagen? Wozu? Ich weiß nicht, hat doch gefragt, ist doch nett, ist ja nichts Schlimmes. Soll ich sagen, für dich? Hä? Sag dir jetzt, wie alt du bist. Meine Fresse ist das. 19. 30. Ja, auf Englisch. 33. Huh, never. Yes? Adios.
Arschloch. Sir, die Sie? Wie? And me is 21. 29, sorry. Was steht da? Ira? Ich kann das nicht lesen. Mein Arsch steht da. Dann setz deine Brille auf. Das war mir nichts zu tun. Ich kann die Worte nicht entziffern. Drei Buchstaben ist für mich kein Satz. Kameltreiber? 50. Ey, nice. Ja. Ja. Boah, die Kadaverleichen, die so wegflattern. Ja. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Kam eben gut. Die. Hast du schon eine Tankstelle gesehen? One, ey, 50 Cent. Gewinne. Ach, das ist eine andere Gang, oder? Weil die haben jetzt so einen anderen Helm auf. Oder sind das die gleichen? You are 39. No. I am 29. And he is 33. Ja, die 3. 33. 39. Dauert noch 10 Jahre. In 10 years ago, I'm 39. In 10 years. Einmal der Hack. Nie mehr. Der Schnappel. Hier gibt's Hack. You are 39. Ja, ich soll ihn doch. Ich bin eine Vorsicht, dude. Auch sechsmal. Und dann der Stimme. Schaffst du das? Was du da machst? Und sonst, Leute, alles fit? Da steht was. Hallo, hey, grüß dich. Wer ist das? Hallo. Hallo. Noch ist der amerikanische Server aktiviert. Hm? Da steht noch einer. Hey, yo, grüß dich. Grüß dich, Jenny. Wir kennen uns zwar schon, aber ich sag's auch nochmal. Hallo. Nee, er meint ja den anderen. Ich weiß schon. Jetzt musst du mal bitte dein Gewinnspiel auf Englisch ansagen. Alles fit im Schritt. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Onkel, ist alles fit im Schritt? Ist schön, dass du so Errichten wir gemeinsam unsere.